Liebe SWN-Zuschauer, ich bin ja immer auf der Suche nach interessanten Beiträgen, nach interessanten Menschen. Und heute war ich im kleinen Industriemuseum. Und ich sage euch, der Film ist interessant. Schaut euch den mal an. So, hallo, liebe SWN-Zuschauer. Also heute sind wir in der Spinnmühle im kleinen Industriemuseum. Und ich habe jetzt gleich jemanden ganz Interessanten hier vor der Kamera. Der wird euch mal ein bisschen was erzählen, wie es hier angefangen hat mit dem kleinen Industriemuseum. Und der weiß so viele Anekdoten von hier, von der ganzen Geschichte. Guckt euch den Film an, macht euch bestimmt Spaß. So, mein Name ist Wolfgang Rücknagel. Ich bin 74 Jahre alt. Kein gebürtiger Schweinfurter, komme aus dem Sudetenland. Wir sind relativ spät rübergemacht. Die erste Station war dann Frankfurt. Da war ich bei der Firma Bosch in Erbach im Odenwald. Dann habe ich mit der Firma Fresenius Schweinfurt entdeckt und bin seit 1979 bin ich in Schweinfurt. Seit 82 dann bei der SKF und da war ich dann 26 Jahre lang. Bei dem Verein bin ich seit 2010. Der Verein ist gegründet worden, als e.V. ist er gegründet worden 2009. Die Anfänge oder die Wurzeln des Vereins gehen auf die Geschichte mit der Sandbaggerei Blum zurück. 1993 wurde die Sandbaggerei Blum liquidiert und mit ihr sollte auch der Greifer-Drehkran verschwinden. Und damals haben sich ein paar Leute aufgrund eines Zeitungsartikels zusammengefunden und haben versucht, den Drehkran zu erhalten. Maßgeblich beteiligt war damals an dieser Aktion ein gewisser Rolf Schamberger, der war damals bei der Stadt angestellt und der hat auch maßgeblich den Namen Arbeitskreis Industriekultur geprägt. So heißt der Verein ganz genau, Arbeitskreis Industriekultur. Arbeitskreis Industriekultur, naja, eigentlich heißt er AKI Förderkreis Industrie, Handwerks- und Gewerbekultur e.V. Ja. sperriger Name, aber die Abkürzung ist AKI. Mhm. Der Rolf Schamberger wurde aber dann 1995 nicht mehr beschäftigt bei der Stadt. Der ist heute in Fulda Direktor des Deutschen Feuerwehrmuseums. Sehr interessant, ich war dort, ich habe mir das mal angeschaut. Sehr schön. Ja, mit dem Verein ging es dann weiter. Ab 2000 haben die dann ein festes Domizil gehabt in der Ludwig-Erhard-Berufsschule. Vorher waren die Zusammenkünfte mal bei der TG, mal in der FH, also kein festes Domizil, aber ab 2000 sind sie dann in der Ludwig-Erhard-Berufsschule. Protokolle gibt es seit 1995, als e.V., wie gesagt, gegründet 2009. Und hier in diesen Räumen, in der Spinnmühle ist kein richtiger Ausdruck. Die Spinnmühle hat nebendran gestanden, die ist abgebrannt. Mhm. Dieses Gebäude ist als Mehlmühle gebaut worden, 1841, und hat bis 1908 als Mühle funktioniert. Und dann ging es mit anderen Insassen weiter. Zum Teil auch mal ein Textilunternehmen, Jedicke, war auch mal hier drin, die Musikschule, aber das war dann schon nach dem Krieg. Jetzt habe ich ein bisschen. Du hast vorhin erzählt, hier wurden aber Granaten hergestellt. Ja. Stimmt, ja. In diesen Räumen hier hat mal ein gewisser Andreas Siegel mit seiner mechanischen Werkstatt Granaten für den Ersten Weltkrieg hergestellt. Und der hat schon größere Maschinen stellen müssen und der hat hier einen Industrieboden eingezogen. Mhm. Alle halbe Meter Doppel-T-Träger mit Beton ausgegossen. Aber nur auf dieser Hälfte des Gebäudes. Das ist bei euch sehr wichtig, wegen eurer schweren Maschinen. Richtig, ne? Richtig, sonst könnten wir ja solche Maschinen hier gar nicht stellen. Ja. Oder das drum, wo da hinter mir steht, das hat auch über 500 Kilo. Die Maschine hier, die hat 1,5 Tonnen. Wahnsinn. Und die HS45, auch ungefähr so eine Tonne. Ja.
Jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Aber mach da nichts, weil kannst du mal was über erzählen von diesem Sternmotor. Über den Sternmotor. Ja, das ist ja ein riesen Motor, wo da hinter dir steht. Ja. Und wie viel PS hat denn das Ding? Das hat also Minimum 550 PS, Maximum 1050. Das kommt immer wieder auf die Ausführung drauf an. Ja. Dieser Sternmotor ist bei BMW gebaut worden in den Jahren 33 bis 45. Die BMWs haben die Lizenz gekauft von Pratt & Whitney. Mhm. Pratt & Whitney sind Amerikaner. Die BMWs haben die Lizenz gekauft und haben den Motor umgebaut von Zoll auf metrisch und haben den auch noch verbessert. Und BMW hat ja mal mit Sternmotoren angefangen, also mit Flugzeugmotoren allgemein. Aber die Sternmotoren sind was Besonderes. Die haben gewisse Vorteile gegenüber einem Reihenmotor, gerade in Fliegern und gerade wenn da viel geschossen wird. Wenn so ein Sternmotor, da kann ruhig mal so ein Zylinder ausfallen, deswegen läuft die Kiste dann nach wie vor. Aber wenn in einem wassergekühlten Motor die Kühlung getroffen wird, dann steht der ganze Motor still. Dann ist also luftgekühlt. Luftgekühlt, ja. Mhm. Wassergekühlter, da würde dann die ganze Kiste würde dann runterfallen. Ja, ja, und dieser Sternmotor, wie der nach Schweinfurt kam, das weiß keiner so genau. Man erzählt, dass er auch schon mal in der Ludwig-Erhard-Berufsschule gestanden haben soll. Zuletzt war er in der Dr. Georg Schäfer-Berufsschule. Und der Matthias Paul hat uns den zur Verfügung gestellt, vermutlich Dauerleihgabe. Und er hat auch das erste Mal in unseren Räumen hier gesehen, wie sich die Kiste dreht. Da ist nämlich ein kleiner Motor hinten dran, der auch die Zylinder bewegen kann. Und der war nie angeschlossen gewesen. Und bei uns, wir haben den wieder angeschlossen. Und dann kam der Ludwig Paul, der Matthias Paul, und hat gesagt, ey, super, das habe ich noch nie gesehen. Der hat 9 Zylinder. Neun Zylinder. Was hat er beim Hubraum? Ja, also der Hubraum eines Zylinders sind 3 Liter. Mein Auto hat 1,6 Liter. Und ein einziger Zylinder hat hier schon 3 Liter. 3 mal 9 sind 27. 27 Liter Hubraum. Und davon hat die Tante Ju 3 Motoren gehabt. Wahnsinn. Und trotzdem hat die Tante Ju, also Junkers 52 hat die damals geheißen, hat immer noch eine Reichweite von knapp 800 Kilometern gehabt. Die Tante Ju war auch das erste Flugzeug, das erste Vollmetallflugzeug und ist als erstes bei der Lufthansa nach dem Zweiten Weltkrieg geflogen. Ja, da hat das große Steigen. Und wie viele Leute haben da reingepasst? 21? Knapp, oder so? Knapp 20 Leute haben 20 da reingepasst. Leute, ja. Ja, also es war nicht, sagen wir mal, heute sind wir bei Kapazitäten von 800 Personen pro Flug. Ja. Da sind wir natürlich weit entfernt. Schweinfurt hat auch mal einen kleinen Flughafen gehabt. Ja. Also Flugplatz. Da habt ihr eine Ausstellung drüber gehabt. Über ja, genau. Ja. Schweinfurt hat mal an den Oberdorfer Wiesen einen Flugplatz gehabt. Feierliche Einweihung 1927 mit dem damaligen Oberbürgermeister Dr. Benno Merkle. Und ein Jahr später, feierliche Schließung 1928, hat sich nicht gelohnt. Das war eine kleine Fluggesellschaft, die Fluglinie war von Nürnberg, Schweinfurt, Erfurt. Ja. Irgendwelche Zubringerdienste. Hat sich nicht gelohnt, hat man wieder zugemacht. Aber das Militär, denke ich, ist anders. Das war wieder was anderes. Ja. Das ist ja um 1935, 36 sind ja auch die Kasernen gebaut worden. Mhm. Und im Zuge dieser Maßnahme ist dann auch der Flugplatz in Geldersheim gebaut worden. Und der war schon unter deutscher Regie damals Dreh- und Angelpunkt. Weil Schweinfurt hat ja eine super, sagen wir mal, ist gut geschützt gewesen im Zweiten Weltkrieg. Jede Menge Flakstellungen. Also hier sind die Amerikaner nicht gern hergeflogen. Ja, die Auswirkungen sehen wir ja heute. Man denkt mal an das Maintal, wo man also monatelang nach Munition gesucht hat, bevor wir überhaupt anfangen konnten, da zu bauen. Richtig. Ja. Und die Armee, die haben ja alles runtergeschmissen, egal wohin auch. Die wollten nicht mit ihrer Fracht wieder umkehren und nach Hause fliegen. Haben sie es halt hier runtergeklatscht. Knallt. Ja.
Dann kommen wir mal wieder zum Museum. Zum Museum, ja. Sonst verehren wir uns im Zweiten Weltkrieg. Richtig. Sie haben ja viele Geschichten über dieses Gebäude hier. Ja. Vielleicht können Sie mir ein bisschen was erzählen. Ja, das Gebäude, interessantes Gebäude, hier an dieser Stelle, wo das Gebäude heute steht, war schon um 1397 eine Mühle. Angefangen hat es alles unterhalb von der Peterstirn. Die erste Bachmühle war am Marienbach. Davon hat auch das Mühltor hergerührt oder das Mühltor seinen Namen gehabt, am Ende der Mühlgasse. Heute Rückertstraße. Also wegen dieser Bachmühle hat das Tor Mühltor geheißen. Schweinfurt hat 4 Stadttore gehabt. Das Obertor, das Mühltor, die 2 Brückentore und das Spitaltor. Also eigentlich 5, wenn man 2 Brückentore nennt. Alles so in Ost-West-Richtung ausgerichtet. Und die Bachmühle hat es dann irgendwann mal nicht mehr geschafft, als sich die Stadt in Richtung Westen ausgedehnt hat. Am Burggraben waren die Anfänge und dann ging das westlich weiter. Und dann war die kleine Bachmühle überfordert. Und dann hat man hier an dieser exponierten Stelle, direkt unterhalb von der Brücke, eine Mühle hergebaut mit 16 Rädern. 16 Räder. Dahinter war dann eine altdeutsche Mühle, hat sich da verborgen. Da hat man nur vom Waagrechten in die Senkrechte umgelenkt. Dann waren 2 Mühlsteine oben, der eine war fest und der andere hat sich gedreht. Und dazwischen ist dann das Mahlgut klein gemacht worden. Jetzt kann man sich vorstellen, dass man nur eine Qualität mit einem Paar Mühlsteine, kriegt man nur eine Qualität hin. Wenn man aber mehrere wollte, gröberes Mehl oder feineres Mehl, hat man dann halt entsprechend mehr solche Gerätschaften aufgestellt und so kam das bis zu 16 Stück. Es gibt da in der Geschichte, habe ich da gelesen, in Arnstadt, das ist in Thüringen, da gab es auch so eine Mühle. Und irgendwo hatte ich gelesen, dass die Schweinfurter Mühle der Arnstädter nachempfunden wäre. Aber nach der Lektüre, ich habe mir da ein Buch kommen lassen von Arnstadt, bin ich eher zu der Überzeugung gekommen, dass die Schweinfurter Mühle eher da war als die in Arnstadt. Das nur mal so nebenbei. Ja. Die Mühle, die hat funktioniert bis 1841, dann kam mal wieder was Neues aus Amerika, nämlich der Walzenstuhl. Und der hat dann auch schon ein größeres Gebäude bedingt, deswegen ist diese Mühle abgebrochen worden und die alte Mühle mit den 16 Rädern, da hat man die ersten 6 hat man abgebrochen, der Rest hat noch funktioniert, sonst wäre man ja ohne Brot da gestanden und hat dieses Gebäude da reingebaut, an die Stelle von den ersten 6 Rädern. Ja. Als nächstes hat man dann die Lohmühle gebaut, 1843 sowas, und der Platz zwischen diesen 2 Gebäuden, die haben beide gleich ausgeschaut. Unser Gebäude steht heute noch so, wie es 1841 gebaut wurde. Die Lohmühle ist schon lang weg. Aber das war so eine Art Zwillingsgebäude und hat genauso ausgeschaut, hat aber nicht so viele Fenster gehabt. Unsere hat 8 Fenster, 8 Fensterreihen und die Lohmühle hat nur 5 gehabt. Aber der Platz, das war interessant. Zwischen diesen 2 Gebäuden hat man den Platz erstmal leer gelassen. Aus welchen Gründen auch immer. Irgendwann kam da mal ein gewisser Herr Ebenauer aus Langenzenn, das ist irgendwo da bei Nürnberg, und hat gesagt, er möchte hier in Schweinfurt eine Baumwollspinnerei betreiben und die Stadt möge ihm doch ein passendes Gebäude zur Verfügung stellen. Da hat also dann die Stadt zwischen dieser Kunstmühle und zwischen der Lohmühle das Baumwollspinnereigebäude reingebaut. Das war ein Riesenklotz. Hat stilistisch zu den 2 Gebäuden gepasst wie die Faust aufs Auge, nämlich gar nicht, war aber zweckmäßig und der Herr Ebenauer hat dort bis 1890 produziert. Dann hat es sich nicht mehr gelohnt,
kamen Billiglohnaufträge oder Billigimporte. Ja, und dann kamen auch amerikanische Schutzzollpolitik und lauter so Zeug. Also es hat sich nicht mehr gelohnt. Aber das Gebäude war da, hat leer gestanden und das hat der Friedrich Fischer ausgenutzt und hat hier in den Jahren 1892 bis 1896 die Massenproduktion von Kugeln aufgezogen. Mit Antrieb, mit Wasserantrieb. Ja. Dann hat er, also war das die erste Kugelmühle hier, die erste Kugelproduktion? Die erste Kugelproduktion war in der Oberen Straße 8. Ach so. Der Friedrich Fischer hat in der Oberen Straße 8 angefangen. Und hat sich dann da oben weiter ausgebreitet. Der war auch mal beim Kaffee Schreier, bis zum Kaffee Schreier runter, da hat er auch produziert. Und dann wollte er noch weiter expandieren und dann stand glücklicherweise diese Spinnmühle frei. Und dann ist er 1892 da eingezogen und hat bis 96 da produziert. Dann hat er das Gelände gekauft, da an der Bahnhofstraße, wo der Kugelfischer bzw. Schäffler heute noch ist. Dann war das Gebäude wieder mal eine Zeit lang leer gestanden. Hier unsere Kunstmühle. Kunstmühle ist ein Begriff, hat nicht viel mit Kunst in dem Sinne von Bildermalen zu tun, sondern das bezieht sich auf die Ingenieurskunst. Und das kam damals aus Amerika, deswegen haben die Mühlen auch amerikanische Kunstmühlen geheißen. Dann war hier auch von 1906 bis 1911 der Georg Schäfer mit seinen fränkischen Isolier- und Metallwarenwerken in dem Gebäude, also in dem Spinnmühlengebäude, ja. Nicht hier. Und das ist dann leider 1911 in Flammen aufgegangen. Das ist ausgebrannt. Das war ein Schwelbrand. Da hat Ruß geglimmt. Hat sich scheinbar keiner um den Kamin gekümmert. Der war vollgestopft mit Ruß und irgendwann hat sich das mal entzündet und glimmender Ruß verursacht unheimliche Hitze. Und das Gebäude, da war ein interessanter Artikel im Tagblatt. Am 12. April 1911. Am 11. hat es gebrannt und am 12. war der Artikel drin. Da haben sie also verdammt schnell gearbeitet. Und der Artikel ist sehr aufschlussreich, da kriegt man vieles mit. Und da stand eben drin, dass im 5. Stock dieses Gebäudes sind gusseiserne Maschinengestelle einfach zusammengeschmolzen und runtergetropft. Das Gebäude war nicht mehr zu retten. Gott sei Dank sind die Nebengebäude noch verschont geblieben. Also da gibt es auch noch Bilder aus der Zeit, wo das gebrannt hat. Sehr eindrucksvoll, fast so eindrucksvoll wie 1959 der Rathausbrand. Ja, dann hat man diese Lücke wieder aufgefüllt. Relativ spät, 1928, ist dann dieses Ersatzgebäude reingebaut worden, wo heute noch der, wer ist denn da drin? Wasser- und Schifffahrtsamt oder, nee, die sind woanders. Rhein-Main-Donau, Schifffahrt war da mal drin. Wer jetzt da drin ist, keine Ahnung. Das zur Geschichte von diesem Gebäude. Ja, und dann kam ja irgendwann mal 1904, kam der Herr Oskar von Müller und hat neben dieses Gebäude anstelle der Lohmühle, die Lohmühle hat, was ist überhaupt Lohmühle? Lohe ist gemahlene Rinde, ja, wird bei den Gerbern gebraucht zum Gerben von Häuten. Das hat also die Lohmühle gemacht und die war als erstes schon 1860, war die schon fertig oder 1862, hat man dort schon die ersten Wasserpumpen eingebaut in die Lohmühle. Und es waren damals schon die ersten privaten Wasserversorgungen. Der Wilhelm Sattler zum Beispiel hat eine Zuckerfabrik betrieben, die mit Wasser versorgt wurde. Und von 1862 stammt auch der Hochbehälter in der, zur Wasserleitung. Da gibt es noch eine Straße in Schweinfurt, wo ist der? Am Steinberg, irgendwo da oben. Und der heißt zur Wasserleitung. Nee, ja, am Kiliansberg. Kiliansberg, Hochfeld. Ja. Ja, irgendwo da oben. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Hinter dem Leo Berliner. Genau, genau. Krätz. Naja, und dieser Wasserbehälter, der stammt von 1862. Mhm.
Der hat damals die Stadt versorgt mit Wasser, allerdings kein Trinkwasser, mehr Brauchwasser. Gemeinwasser für Brunnen, für Hydranten und so weiter. Weil das erste Wasserwerk ist ja 1898 in der Wehranlage, das Richtige, gebaut worden. Die Lohmühle hat dann also auch irgendwann mal ausgedient und an ihre Stelle kam dann 1904 der Herr Oskar von Müller und hat dort ein E-Werk hingebaut. Der Oskar von Müller stammt aus München und er ist auch der Gründer des Deutschen Museums in München. Der hat in mehreren Städten Elektrizitätswerke gebaut und die auch betrieben. Und dann im Zuge der Neugestaltung der Gutermannpromenade 1960, Neubau der Brücke, an dieser Stelle ist schon die dritte Maxbrücke. Die erste ist gebaut worden 1858, war schon eine Metallbrücke. Davor war eine Staubbrücke, die hat von 1780 bis 1830 ungefähr funktioniert, mehr als 250 Jahre. Die Staubbrücke, eine Holzbrücke, eine gedeckte Holzbrücke, also die war gegen Regen geschützt. Und warum Staubbrücke? Die hat so einen Lehmbelag gehabt und wenn da die Sempel der Bäuerli dann mit ihren Ochsenkarren da zum Markt gefahren sind, dann hat es gestaubt. Und da hat der Volksmund gesagt Staubbrücke. Und an die Stelle kam dann von 1830 bis 1858 eine Ersatzbrücke, das war aber eine miese Gurke, die hat auch nicht lange gehalten. Und dann kam 1858 die erste Maxbrücke. Das war schon eine Stahlbrücke, die hat gehalten bis 1900. Dann kam die zweite, die hat gehalten bis 1960. Und die Brücke, die wir jetzt haben, das ist die dritte Maxbrücke. Die überspannt beide Mainarme. Die anderen zwei Maxbrücken, die gingen immer nur bis zum auf die Maininsel. Das war am Saumain dahin. Ja. Und der Saumain, der wurde dann von der, die Marienbrücke dann überspannt. Also das ging rüber zur Maininsel und dann über die Marienbrücke weiter. Und mit der 1960 gebauten Brücke werden erstmal beide Mainarme überspannt. Nur damals, wenn man die Brücken gebaut hat, hat man immer die alte stehen lassen und nebendran die neue gebaut. Das war bei der ersten so, das war bei der zweiten so. Interessanterweise, als man jetzt die dritte Maxbrücke gebaut hat, musste man auch das Harmoniegebäude kürzen. Das hat zu weit reingestanden in die Straße. Ja. Sind zwei Fensterreihen abgetragen worden. Ganz kunstvoll. Man sieht an dem Gebäude fast nichts. Man kann es nur vergleichen, die alten Aufnahmen, da sind noch 9 Fenster zu sehen. Und wenn man jetzt mal hinschaut, sind es nur noch 7. Sonst hätte die Brücke da gar nicht reingepasst. Ja. Wie man das jetzt mit der vierten Maxbrücke machen will, da habe ich jetzt keine Vorstellung. Und wird das überhaupt erleben? Und das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also vermutlich haben die Verantwortlichen im Stadtrat auch noch keine richtige Vorstellung, wie sie das machen wollen. Überhaupt, was die alles machen wollen in der nächsten Zeit. Ja, ich habe schon ein bisschen was gehört, dass eine Fahrbahn und dann sollen Fahrradwege angehängt werden und an die Brücke, die sollen ein bisschen breiter werden. Also ein bisschen was habe ich schon gehört. Aber man muss, der kommt. Ja, man muss ja bedenken, in der Brücke liegt ja auch noch die ganze Wasserversorgung. Das Wasserwerk ist drüben in der Wehranlage. Ja. Hat über 40 Tiefbrunnen und versorgt die ganze Stadt. Und die Rohre, die verlaufen in den Brücken. In der Brücke? In der Brücke. Das war bei der ersten noch nicht der Fall. Da sieht man noch, weil die erste Brücke ist ja 1858 gebaut worden und das Wasserwerk erst um 1900 rum oder 1898. Auf alten Fotos sieht man noch die alte Brücke mit einem Kanal ist es nicht, Schacht ist es auch nicht, so ein Aufbau, so ein Tunnel. Und da liegen die Rohre, da liegen die Wasserrohre drin. Und mit der zweiten Maxbrücke haben wir die dann schon in der Brücke integriert. Dann sieht man nichts mehr. Und auch heute in der dritten Maxbrücke sind auch die Wasserversorgungen. Da war unlängst da oben in der Brückenstraße mal so ein großes Loch und da hat man dann die Anschlüsse gesehen. Da haben sie irgendwelche zwei Schieber ausgetauscht. Also das heißt, wenn sie die Maxbrücke abreißen, am Marke Wasser entspannt. So schaut's aus. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Da bin ich aber auch mal gespannt. Ja.
Aber auch zu diesem Industriemuseum, um auf das Industriemuseum zurückzukommen, es gibt ja noch sehr viele Industriegüter, die in Schweinfurt von der Stadt eingelagert sind. Ja. Draußen bei der Feuerwehr, ja. diesen Stadtlager. Ja. Was passiert denn damit? Hat denn der Verein habt ihr da irgendwie Zugriff? Könnt ihr euch da mal Exponate ausleihen? Oder wie funktioniert das? Also ausleihen können wir uns die schon. Ja. Wir stehen da auch in Kontakt mit der Frau Christ. Mhm. Als nächstes haben wir geplant, eine Maschine von Fresenius oder eine der ersten Maschinen von Fresenius, nämlich die A2008, die steht auch im städtischen Depot, die auszuleihen und auch hier auszustellen, hier in diesem Raum. Da wo jetzt die Werkbank steht, da wollen wir dann die Fresenius-Maschine hinstellen. Weil Fresenius spielt ja mittlerweile in Schweinfurt auch eine bedeutende Rolle. Ja. Hat sich ganz toll entwickelt von 1979 mit 60 Mann auf heute 1300. Beachtlicher Aufstieg. Und ich bin noch einer, der die Maschine kennt, diese alte A2008, weil das war mein Baby. Ja. Die habe ich betreut. Und so sehr viele gibt es da auch bei Fresenius nicht mehr, die Maschine noch kennen. Und das wollen wir machen. Damit ich nicht abschweife, was noch so alles in dem städtischen Depot steht, das ist natürlich ein Sammelsurium von allen möglichen Sachen. Da liegen auch Steine und Fahnen und eine alte Druckmaschine steht da auch dort. Und, also es ist eine ganze Ansammlung. Eigentlich gehörten die in ein Museum. Das ist ein riesengroßes Lager. Ganz am Anfang, als die Halle gebaut wurde da oben, da sind auch noch Führungen gemacht worden. Mhm. Unser Verein hat da auch mal Führungen gemacht. Der Günter Troch hat da zum Beispiel die Sachs-Motoren erklärt oder der Gerd Ott hat da mal über Kältetechnik, Sachs-Kältetechnik referiert. Im Moment passiert da nichts mehr und ein Industriemuseum ist auch nicht in Sicht, weil das würde halt Geld kosten. Liebe SWN-Zuschauer, jetzt haben wir also einiges, vieles gehört aus von Schweinfurt. Aber jetzt haut doch mal ehrlich, da draußen bei der Feuerwehr steht eine riesengroße Halle mit Industriegütern, mit Sachen, die aus Schweinfurt eingelagert worden sind. Wir haben so viele Museen, wir haben so viele Gebäude, auch Gebäude, die leer stehen. Warum kann man denn in Schweinfurt, würde Schweinfurt ja ganz gut zu Gesicht stehen, nicht auch mal ein großes Industriemuseum bauen, wo vielleicht euer Verein mithelfen könnte, wäre denkbar, das zu entlasten von Personalkosten her oder so. Also ich bin der Meinung, wir brauchen so ein Museum und liebe Stadtväter, liebe Stadtmütter, denkt halt mal drüber nach, ob man nicht vielleicht doch mal, vielleicht da draußen, wo die Halle steht, da ist ja auch noch so, könnten wir vielleicht was dazu kaufen und neben dran vielleicht mal ein Museum bauen, wäre doch mal eine Lösung. Fahrt mal auf die Landesgartenschau und bauen uns ein Industriemuseum. Wäre das eine Idee. Also, ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Und wenn ihr noch mehr solche Geschichten hören wollt, dann schreibt es unten drunter oder lasst es uns hören. Und dann setzen wir uns mit dir nochmal in Verbindung. Du hast so viele Geschichten drauf, ich merke das schon. Da können wir noch einiges erfahren. Also, alles Gute. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.